So, herzlich willkommen zurück hier beim Diverses Kanal. Ich stelle euch heute mal den Crafted Snooze Whiskey White Portion vor. Ich habe mich bei dem schönen Wetter hier mal ein bisschen rausgewagt. Man kann sich hier sogar ein bisschen drehen, wie man sehen kann. So können wir das Ganze mal ein bisschen verspektakulieren. Und ja, ich will gar nicht lang schnacken und sagen, los geht's. Hallo YouTube, herzlich willkommen hier zurück beim Diverses Kanal. Wir melden uns heute aus luftiger Frische. Ich glaube, ich gehe mal ein Stück zurück. Ich gehe mal so ein bisschen mehr in die Hocke hier, damit ihr mich besser sehen könnt. Und zwar heute habe ich gedacht, bei dem schönen Wetter können wir auch mal ein Draußen-Review machen. Und ja, wir hatten ja gestern den Crafted Snooze Whiskey Original. Und heute kümmern wir uns um den Crafted Snooze Whiskey White. Ne? Also in der White-Variante. Und erstmal möchte ich mich natürlich, oder sag ich mal so, ich hoffe ihr auch, ihr freut euch ein bisschen riesig, dass ja der Uwe gestern wieder ein Video hochgeladen hat. Und das ist gut so, lieber Uwe. Bitte, bitte, bleib uns weiter erhalten, denn ich habe wirklich nicht die große Ahnung vom Snooze. Man hat es gestern eigentlich schon gemerkt und es war echt ein wilder Zufall, weil ich gerade über diesen Islay Whisky Snooze geredet habe und du ihn dann tatsächlich noch reviewed hast und ich noch in dem Video gesagt habe, den gibt es ja gar nicht mehr. Also da kannst du mal sehen, ich bin wirklich im Snooze noch kein Vollprofi. Ich probiere einfach nur und ja, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du hoffentlich jetzt auch wieder mit dabei bist in dem Business, denn so einen richtigen Snoozer brauchen wir schon. Na, ich kann ja nicht alles machen. Na, nichtsdestotrotz geht es aber heute trotzdem um Snooze. Wird auch weiterhin hier ein bisschen um Snooze gehen, aber ich möchte das gar nicht so als Hauptthema machen, sondern eher so nebenbei. Na, also so, das, weil ich einfach nicht so die große Ahnung davon habe und immer nicht gerne was Falsches sage. Aber gut, heute geht es um den Crafted Snooze Whiskey White. Wir hatten ja gestern den Original, den habe ich ja nun nicht ganz so gut bewertet, weil es halt einfach nicht so unbedingt meinen Geschmack trifft. Aber das Ganze ist ja eigentlich im Prinzip auch Geschmackssache. Na, da muss man halt gucken, wie es am schmeckt. Wir gucken jetzt mal, was der White sagt und ich versuche ihn mal aufzu... Achso, ja, die Dose sieht so aus. Ich brauche sie jetzt nicht groß zeigen, deswegen können wir das jetzt auch einmal schnell so machen. Ist im Prinzip genau das gleiche wie die Original von gestern, auch mit dem Entsorgungslid hier unten drin. Und auch eine schöne Metalldose. Sieht also klasse aus. Wie gesagt, viel anderes, außer dass es white ist, steht hier auch nicht drauf. Und von daher, denke ich mal, sollte das reichen. Ja, gucken wir uns mal die Portions an. Die sind jetzt im Gegensatz, ja, ein bisschen whiter, ne? Weißer, ne? So wie man sagen kann. Auch sehr schön trocken übrigens. Ja, und das ist ja so bei white so üblich. Und dann würde ich sagen, hauen wir uns so ein Ding mal rein. Ah ne, erstmal sollten wir natürlich dran riechen. Und ja, wir riechen mal dran. Und ja, es kommt wieder dieser Pferdegeruch durch. Allerdings muss ich dazugeben, jetzt hier bei der White-Variante finde ich den Geruch von den Pferden gar nicht so stark. Also das geht eigentlich. Das finde ich jetzt zum Beispiel wieder ein bisschen angenehmer. Ne? Der Original war zum Beispiel so ein bisschen, der war ein bisschen zu doll. Hier beim White, finde ich, ist ein bisschen gespart worden und das ist auch gut so. Und deswegen würde ich sagen, ja, Prost. Hauen wir uns den mal rein. Und ja, was kann ich dazu sagen? Im ersten Moment schmeckt man nichts, bei dem muss man tatsächlich 15 Minuten auch wirklich warten, damit man erstmal überhaupt einen Geschmack bekommt. Und erstmal habt ihr im Moment gar nichts, als wenn ihr ein Stück Pappe unter dem Mund habt. Soll jetzt aber natürlich nicht negativ gemeint sein, sondern halt einfach, ja, wie soll ich das sagen? Also es ist natürlich, ja, also noch nicht viel an Geschmack da. Gut, dann würde ich sagen, machen wir unsere obligatorischen 15 Minuten Pause, ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, liebe Freunde, die 15 Minuten sind vorbei. Wir haben hier ein bisschen rumgetanzt jetzt und ich habe ein bisschen schöneren Hintergrund jetzt mal gewählt. Wir haben hier schön, sind hier schön, ja, sag ich mal, auf einem schönen Rastplatz, wo ich einfach mal am Freitag mal so ein bisschen durch die Natur laufe, um mal ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Ja,
hat man ja gerne mal. Aber natürlich ist Snooze auch mit dabei. Und diesmal habe ich mich natürlich, wie ihr es ja eben schon gesehen habt, für den Crafted Whisky Snooze White entschieden. So, 15 Minuten sind vorbei. Ich habe gestern noch mal ein bisschen überlegt. Es ist schwierig für mich. Nun habe ich auch an den Kommentaren, anhand der Kommentare gesehen, dass ja viele Leute diesen Crafted Snooze Whisky, kann ich noch nicht mal aussprechen, da fängt das Ganze nämlich schon mal an, dass viele Leute diesen Crafted Snooze Whisky ja nun sehr gerne mögen. Ich habe da ja auch nichts gegen. Nur mir persönlich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja auch der Typ, der sagt, okay, ich mag keine Whisky Snooze. Das könnte natürlich auch sein. Ich weiß nicht, ich habe den McMurray habe ich noch nicht probiert, Probe Whisky habe ich noch nicht probiert. Es gibt ja auch noch diesen Carlos, da glaube ich gibt es auch noch irgendwie mit Whisky und so. Und Eile Whisky Snooze habe ich nur den ersten von Conny Anderson noch gehabt. Den anderen hatte ich jetzt auch noch nicht. Den muss ich natürlich vielleicht mal bestellen. Ich werde die Dinger natürlich noch mal probieren. Vielleicht schmeckt mir das dann ja ein bisschen besser. Bei der Variante habe ich so ein bisschen, deswegen habe ich mir auch wirklich Zeit gelassen, den zu reviewen. Weil normalerweise, sage ich mal so, bin ich eher so der Typ, der immer erst die geilen Sorten dann durchreviewt, weil er so aufgeregt drauf bin. Aber es ist einfach nicht ganz so mein Fall. Ich meine, wie gesagt, ich hatte es im letzten Video schon gesagt, dieses mit dem Brasil-Tabak da drin und mit dem Latakia-Tabak da drin, das ist eigentlich eine interessante Kombination. Und ich finde das hier auch, aber es ist einfach vom Geschmack her, ist es mir einfach ein bisschen zu penetrant. Das ist aber alles wiederum Geschmackssache, denke ich mal. Oder es ist Geschmackssache. Ne? Dafür gibt es ja auch Leute, die mögen zum Beispiel kein Wintergreen. So. Und ich bin natürlich einer, der dem Wintergreen so ein bisschen mehr Bewertung gibt, als zum Beispiel so ein Crafted Whisky Snooze. Und deswegen habe ich halt einfach gedacht, ich bewerte ihn ja nur, das ist ja nur meine objektive Meinung dazu. Und ich habe ja nicht gesagt, dass er schlecht ist. Ich habe ja nicht gesagt, oh, Kackqualität. Deswegen, sonst normalerweise, wenn es jetzt noch eine schlechte oder ganz, ganz schlechte Qualität wäre, das merkt man ja am Snooze auch schon. Das ist es ja hier nicht. Ne? Sonst hätte ich noch eine schlechtere Bewertung. Das trifft halt einfach nicht meinen Geschmack. Und deswegen gab es gestern halt nur diese 6 von 10 Punkten. Das ist nun mal so. Jetzt aber zum White. Ich finde, der White ist ein Ticken besser als der Original. Das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt vielleicht gestern ein paar Gemüter verärgert habe. Nein, das stimmt wirklich so. Weil, kann ich auch begründen, hier ist nämlich der Geschmack nicht ganz so penetrant. Ich kann jetzt nicht natürlich sagen, dass es jetzt mein absoluter Lieblingsgeschmack ist. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Das werde ich auch nicht sagen, weil es halt einfach nicht so ist. Hier, finde ich aber, ist das Ganze ein bisschen sanfter eingesetzt. Und das ist dann schon ein bisschen erträglicher für mich. Ne, das heißt, weil ich habe diesen, man hat ja diesen heuigen Geschmack da so ein bisschen mit drin. Whisky, ja, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt auch kein Whisky-Kenner. Ne, wenn, dann hätte ich nur mal den, das Höchste, was ich hatte, war der Glenfiddich 12 Jahre alt. Das war der einzige, den ich als Höchstes mal hatte. Aber sonst, ich bin auch kein Whisky-Kenner. Und ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sich jetzt die Whiskys reinzieht, ehrlich gesagt. Und deswegen ist es vielleicht auch einfach nichts für mich. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Verarbeitung hier drin gar nicht mal so schlecht. Es ist mal ein anderes Feeling, finde ich. Es ist mal weit ab ein bisschen vom Mainstream. Das gefällt mir immer sehr gut. Und es wird sicherlich auch viele Anhänger haben, die den gut finden. Ich persönlich werde wohl keine neue Packung davon mehr kaufen. Aber vielleicht, wie wollte ich das jetzt sagen? Vielleicht überrascht mich ja ein anderer. Ne? Dieser hier jetzt nicht. Ja, im Prinzip relativ ähnlich wie dem Original von gestern. Brauche ich also auch nicht mehr so viel zu sagen. Und mir gefällt er aber, weil er ein bisschen weniger Geschmack hat, ein bisschen besser. Und deswegen erhält der Crafted Snooze Whisky White, erhält von mir dann nicht 6 von 10 Punkten, sondern nein, er kriegt von mir 7 von 10 Punkten. Und ich denke, das ist eine faire Wertung. Wir haben hier dieses schöne Latakia-Aroma. Und ja, so im Prinzip würde ich das mal stehen lassen mit ein bisschen Whisky mit drin. Leicht heuig im Geschmack. Es riecht natürlich und schmeckt natürlich noch ein bisschen nach Pferd. Das ist aber einfach so, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen ist es natürlich keiner meiner Top-Snooze-Sorgen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch damit mal ein bisschen beruhigen. Und ich hoffe, der Wind pfeift hier nicht zu doll ins Mikro rein, dass ihr mich noch verstehen könnt. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder mit einer weiteren Schnupftabak-Folge. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn es geht wieder um ein paar Inder. Und am Montag geht es weiter mit Dip. Und zwar kümmern wir uns am Montag um den Copenhagen Southern Blend. Und wie der ist, das seht ihr dann am Montag. Also bis Montag.